Wir spielen natürlich Fußball. Nein, wir haben hier ein Garagentor aufgebaut und es ist ein kleineres Geschicklichkeitsspiel. Dauert ein bisschen, bis wir das aufgebaut haben. In der Zeit kann ich sagen, Sie zu Hause können natürlich auch gerne Schlag den Star spielen. Hier zum Beispiel ist das für die Switch Schlag den Star das zweite Spiel. Kann man ja natürlich gerne überall mit hinnehmen und gegeneinander spielen. Aber es gibt das Spiel auch für die PlayStation und für den PC. Aber natürlich auch für die Xbox und Tablet zum Beispiel kann das auch jeder gerne spielen. Einfach runterladen im Apple Store oder Google Play Store. Dann schön im gemeinsamen WLAN spielen. Also, während hier aufgebaut wird, erkläre ich euch das Spiel. Ihr habt alle beide gleich einen Ball. Den müsst ihr noch ins Garagentor rollen. Aha. Dieses Garagentor geht ganz langsam runter. Und wer als Letzte den Ball in die Garage gerollt hat, die bekommt einen Punkt. Okay. Also, hier die genauen Regeln. Ihr müsst eine Kugel durch das sich schließende Tor durchrollen. Wessen Kugel als Letztes noch das Tor, die Linie passiert, gewinnt einen Durchgang. Wer als Erste 5 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Die Schließzeit des Tores, die ändert sich von Durchgang zu Durchgang. Ach, na klar. Logisch. Sonst wäre es ja langweilig. Ja, ja, ja. So, wir haben mal ein bisschen Hilfe, dass die nicht hier komplett durch die Gegend fallen oder rollen, die Kugeln. Ihr seht natürlich nicht, wann wer los ist. Irgendwann sieht man natürlich schon die Kugel, aber man kann ja auch ein bisschen zucken. Und es ist total egal, wie wir das machen. Hauptsache die Kugel. Rollen. Werfen Ball, ist doof. Der Ball rollen sich irgendwie. Ist schon ganz wichtig. Ja. Und ihr steht natürlich hinter der Linie. Okidoki. Keine Fragen? Ja, können wir mal probieren? Nein. Schade. Das ist doch zu einfach. Was ist dann, ihr könnt gerne schon mal die Kugel. Mit dem Tor mal. Ihr könnt gerne schon. Rot spielt hier vorne, Jeanette. Janine geht hin. Ihr könnt die Kugel gerne mal schon mal anfassen, weil die sind nicht so leicht. Okay. Da schon mal ein kleines Gefühl für kriegen. Ah, krass. Und es geht halt um Rollen. Es zählt der gesamte Umfang. Also man muss komplett hinter der Linie sein. Und nochmal, wessen Kugel als Letzte noch rüberkommt. Aber sie muss rüberkommen. Wenn die am Tor kleben bleibt oder dagegen bollert, gibt es keinen Punkt. Haben Sie verstanden, Frau Uhlmann? Bitte? Was? Ich habe nicht. Irgendwas mit Kleben habe ich verstanden. Die Kugel muss halt noch in die Garage. Okay, über dieses weiße Linie. Richtig. Und wenn die nicht. Wenn sie davor liegt, dann ist es gilt's nicht. Richtig. Und vor allen Dingen auch halt als Letzte. Okay? Okay. Frau Uhlmann? Ja. Ja. Gut. Dann, ich sage einfach nur gleich, ich gebe einfach nur so ein Startzeichen. Das Tor wird dann irgendwann anfangen, sich zu bewegen. Okay? Und sagst du uns, also wir reagieren auf die Geschwindigkeit, du sagst uns nicht vorher, wie gerade eben, so und so viel. Nein. Nein. Okay. Okay, das Spiel kann beginnen. Und auch hier bin ich wieder nicht im Studio zu hören, denn ich könnte ja sagen hier, die erste rollt oder will rollen. Also irgendwann geht links die Klappe runter und dann müssen die beiden selbst entscheiden. Oh, das ist interessant. Sie hätte vielleicht nachfragen sollen, wenn sie eine Frage hatte. So, ne? Und ich meine, als Janine das gesehen hat, ich weiß gar nicht, warum sie jetzt so viel Risiko gegangen ist. Okay. Sie hätte ja sofort losrollen können. War doch zu sehen, dass die andere gar nicht ankommt. Na gut. Also Jeanette, die letzte Kugel zählt. Ich habe das verstanden, deswegen wollte ich die langsam rollen, dass sie wirklich langsam dahin rollt und Zeit hat. Aber es ist nicht aufgegangen, wie du gesehen hast. Nicht ganz. Also doch mehr Power. So. Erster Punkt für Janine und das Spiel kann weitergehen. Gut, okay, wie gesagt, die Idee, vielleicht war sie gar nicht so schlecht. Ja, geil. Richtig gut gemacht. Ja. Richtig gut gemacht. So, und Janine muss so eigentlich nur reagieren. Ja, ein bisschen zu einfach jetzt hier gerade. Es zählt die Kugel, die als Ich habe das verstanden. Ist aber eine Dreckskugel, weißt du? Ach, die Kugel ist schuld. Die Kugel ist schuld. Okay, das war der zweite Punkt für Janine. So, ne?
bitte weiter. Vorsicht mit der Linie dort. Ja, also auch die Technik da, ne? Wir sehen es ja schon, Janine kann wesentlich höhere Geschwindigkeiten so erreichen. Warum? Oh, ein neues Kriterium. Ach, da geht noch über die Bande durch. Gibt's doch nicht. So. Ja, du machst es auch ein bisschen einfach für ist Frau Ullmann noch. Ja. Oder? Ich habe ein Herz für Janine. Danke. Ich okay. auch für dich. So, jetzt. Du weißt, dass du wichtige Punkte brauchst. Ich weiß das. Mach keinen Druck, Elton. Das machst du sonst Bleib schon mal. Im Alltag. Ruhig. Informationen, ja, ruhig, die ich nicht deuten kann. So, aber ja. Okay, weiter geht's. So, jetzt. Sie muss es doch sehen, dass Janine eine wesentlich höhere Geschwindigkeit dort auf die Kugel bringt. Nee, das ist eine Nullrunde. Genau. Wow. Keiner. Danke, Felix. Danke, Chris. Übrigens, für den Einsatz. Ah, okay. Immer noch. Ja. Und weiter. So, Janet. Geht dort wieder runter. So kann doch die Kugel nicht schnell rollen, oder? Und jetzt gucken. Janine braucht ein bisschen weniger Risiko. So, beide sind unterwegs. Achtung. Tor kommt, die ist durch und die nicht. Janine macht auch das hier klasse. Also ich sag mal so, mein Spiel. Timing hat sie. Ja, da muss ich Ron recht geben. Was Timing angeht, kann man wahrscheinlich im Moment Frau Ullmann jetzt. Respekt auf jeden Fall. So, hier, ne? Ein Punkt noch für Frau Ullmann, für Janine Ullmann. Spielball. Weiter geht's. Klappt das jetzt wieder? Und ich kann bei Jeanette nicht erkennen, dass sie jetzt einen besseren Plan hat. Oder? Oh, doch. Doch, 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 doch. Jawohl! Jawohl, so, zack. Oh, Mann. Jetzt habe ich ihr Unrecht getan. Zack. Zum Glück hört sie mich nicht. So, ne? 4-1. Mut. Trotzdem jede Menge Matchbälle, beziehungsweise Spielbälle. Genau. Und weiter geht's. Ja, jeder Durchgang bis Janet dort dran wäre, bedeutet für Janine die Chance, das Spiel zu gewinnen. So, zack. Ein Ball ist unterwegs. Der nächste kommt spät. Und der kommt nicht mehr durch. Und auch da hätte sie die höhere Geschwindigkeit gebraucht und somit Janine hier also mit dem Treffer. Und somit gewinnt sie das Spiel. Da einmal zum Schluss vielleicht ein bisschen mehr Schmack ist. Ja. Läuft. Ja. Gut. Sehr gut, Frau Ullmann. Ich habe Sie ja nicht gesehen. Das war ein wunderschönes. Haben Sie ganz, ganz toll gemacht. Punkte jetzt: 57 zu 21. Ja, war doch ein cooles Video, oder? Ich denke, so seht ihr das auch, weil ihr seid schließlich noch dran. Ihr könnt das hier alles liken, ihr könnt es kommentieren und auch noch so ein Abo abschließen. Also diesen Kanal hier abonnieren. Ich würde es machen, ich mache es jetzt auch.